Der chinesische Hersteller Jumper hat mit dem neuen Jumper EasyBook X4 vor einigen Wochen ein sehr vielversprechendes 14 Zoll Notebook vorgestellt. Wir haben das Notebook nun bereits einige Wochen für euch getestet. Zu Beginn erstmal die Hardware, der Preis und die Lieferung. Im Jumper EasyBook X4 gibt es einen Intel Celeron N4100 Quad-Core Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und erfreulicherweise 128 GB an SSD-Speicher. Es verfügt außerdem über ein Full-HD-Display, jedoch wird nicht die IPS-Technologie genutzt. Das alles bekommt ihr für einen Preis von unter 250 Euro. Etwas nur ansatzweise Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht. Das Acer Aspire 1 zum Beispiel hat einen geringfügig schwächeren Intel Celeron N3450 Prozessor, dafür aber nur 32 GB an eMMC-Speicher und nur ein HD-Display, kostet aber dennoch 50 Euro mehr. Die Bestellung erfolgte in meinem Fall beim Online-Händler Gearbest, wo ich als Versander Germany Express und Priority Line ausgewählt habe. Somit wird die Verzollung durch Gearbest erledigt und ihr selbst müsst euch darüber keine Gedanken mehr machen. Üblicherweise ist das Gerät dann binnen 14 Tagen da. Nun aber zum Laptop selbst. Jumper ist ja ursprünglich dadurch bekannt geworden, dass man das MacBook Air praktisch geklont hat. Beim EasyBook X4 hat man sich von dieser Strategie unter Anführungszeichen entfernt. Man muss aber auch sagen, dass Apple das MacBook Air in den letzten Jahren einfach nicht aktualisiert hat und es ehrlich gesagt mittlerweile einfach altmodisch wirkt. Das Jumper EasyBook X4 ist ein 14 Zoll Notebook mit einem recht schlanken Rahmen rund um das Display. Das Gerät selbst ist in ein silbernes Aluminiumgehäuse gehüllt, welches für den Preis einen durchaus hochwertigen Eindruck macht. Es ist unglaublich dünn, sodass die beiden USB Typ A Anschlüsse nur noch ganz knapp im Gehäuse Platz finden. Als weitere Anschlussmöglichkeiten gibt es außerdem noch Micro HDMI, Micro SD und einen Klinkenstecker. USB-C gibt es nicht, wobei man das in diesem Preisbereich wohl kaum erwarten kann. Die Verarbeitung des Geräts wirkt sehr solide und über die Qualität kann man sich nicht beschweren. Die Spaltmaße sind sehr gering und das Scharnier ist fest genug, damit das Display beim Tippen nicht wackelt. Übrigens lässt sich das Display mit nur einer Hand aufklappen, was üblicherweise ein gutes Zeichen für die Verarbeitung eines Notebooks ist. Im Vergleich zum MacBook Air hat das Jumper EasyBook X4 trotz des größeren Displays keinen deutlich größeren Formfaktor. Es ist tatsächlich nur wenige Millimeter größer als das 13 Zoll MacBook Air von Apple. Das liegt daran, dass das Jumper EasyBook X4 über einen vergleichsweise kleinen Rand rund um das Display verfügt. Beim Display handelt es sich übrigens um ein TN-Panel mit Full-HD-Auflösung. Das TN-Panel bedeutet, dass man leider eine sehr schlechte Blickwinkelstabilität bekommt. Die Farben sind etwas blass, aber für den Preis geht es meiner Meinung nach insgesamt in Ordnung. Denn auf der anderen Seite bekommt man ein außerordentlich helles und mattes Display, das man sogar am Strand im direkten Sonnenlicht noch nutzen kann. Und nachdem es sich beim Jumper EasyBook X4 um ein sehr günstiges Gerät handelt, das für einige sogar als Zweit-Laptop in Frage kommt, ist das ein guter Kompromiss. Wenn man ein Huawei MateBook X Pro oder ein Surface Book 2 in einer Konfiguration zwischen 2 und 3000 Euro hat, will man das vielleicht nicht an jeden Ort mitnehmen. Es unbeaufsichtigt am Strand zu lassen, zählt für mich beispielsweise dazu. Das einzige, was mich persönlich bei der Arbeit im direkten Sonnenlicht bei dem Notebook gestört hat, war die Tastatur. Konkret geht es nämlich um die Farbe der Tastatur, welche nämlich in Silber gehalten ist, mit weiß aufgedruckten Buchstaben. Da es sich um ein US-Layout handelt, muss man gelegentlich für das eine oder andere Sonderzeichen auf die Tastatur schauen. Aufgrund des niedrigen Kontrasts kann man die Zeichen darauf oftmals nur schwer erkennen. Dafür ist die Tastatur allerdings sehr ordentlich, bietet einen guten Hub und es ist angenehm darauf zu tippen. Es gibt sogar eine Hintergrundbeleuchtung mit zwei Helligkeitsstufen. Das Touchpad sieht zwar außerordentlich gut aus, aber leider ist es nicht so gut, wie es groß und geräumig ist. Es ist ausreichend präzise für den Alltag, das muss man sagen. Kleinere Elemente am Desktop sind manchmal etwas schwerer zu erwischen, aber mit etwas Gewöhnung kriegt man auch das hin. Es nutzt den Präzisions-Touchpad-Treiber von Microsoft, aber die Windows 10 Multitouch-Gesten funktionieren nicht immer zuverlässig. Die Lautsprecher am EasyBook X4 sind für den Preisbereich in Ordnung, wenn nicht sogar gut. In dieser Preiskategorie muss man sagen, dass praktisch schon alles gut ist, was man aus mehr als 2 Meter Entfernung noch hören kann. Wenn man am Sofa also zu zweit Netflix gucken kann, ohne dass jede Berührung der Chipspackung den Laptop übertönt, dann ist das schon ziemlich gut. Und genau das schafft das Jumper EasyBook X4. Knapp, aber eben doch. Die Soundqualität ist da natürlich hintergründig. Der Ton wirkt extrem blechern und für Musikgenuss reicht es definitiv nicht aus. YouTube-Videos und Serien kann man darauf aber durchaus noch schauen. Hardware-mäßig gibt es beim Jumper EasyBook X4, wie bereits eingangs erwähnt, einen Intel Celeron N4100 Quad-Core Prozessor mit einer Taktrate von 1,1 GHz, welche mit Turbo bei Bedarf und nach Möglichkeit natürlich auf 2,6 GHz erhöht werden kann. Damit ist der Prozessor im Geekbench-Benchmark nur etwa 200 bis maximal 400 Punkte hinter
hinter dem günstigsten Microsoft Surface Go. Die Performance ist beim EasyBook X4 aber fühlbar langsamer als beim Surface Go, würde ich zumindest sagen. Vergleichbar ist er mit dem sehr guten Intel Pentium N3540 und das bedeutet, ihr habt genügend Performance für praktisch alle Alltagsaufgaben, darunter das Surfen im Internet, Betrachten von YouTube-Videos und das Bearbeiten von Office-Dokumenten. Daneben können eine Reihe von Programmen im Hintergrund laufen, ohne dass das Notebook dadurch stark ausgebremst wird. Ganz selten muss man beim Laden von größeren Webseiten eine kurze Ladezeit hinnehmen. Ich muss aber auch sagen, dass zwischen den Intel Celeron Dual-Core-Prozessoren, die zu diesen Preisen in Deutschland verkauft werden, und dem Celeron N4100 wirkliche Welten liegen. Vergleichbare Notebooks kosten hier leider über 400 Euro. Man könnte den Prozessor auch mit Bild- und Videobearbeitung quälen und natürlich haben wir das auch getan. Das Benutzererlebnis ist entsprechend schlecht. Man kann HD bis maximal Full HD Footage bearbeiten in Premiere, wenn man nicht mehr als eine Audio- oder Videospur hat und keine Effekte anwendet. Aber die Frage ist auch, warum sollte man das tun? Notfalls kann man ein Bild in Photoshop bearbeiten, wenn man gerade mal kein anderes Gerät verfügbar hat und zum Beispiel nur ein Watermark hinzufügen muss oder eine kleine Änderung machen will. Für aufwendigere Fotobearbeitung ist aber der Prozessor zu schwachbrüstig. Der Arbeitsspeicher von 4 GB ist meiner Meinung nach in dieser Konfiguration ausreichend. Natürlich kann man damit nicht unendlich Chrome-Tabs aufmachen, aber für 6 bis 7 parallel geöffnete Tabs reicht es in meinem Test immer. Jetzt aber noch zu einer spannenderen Sache, nämlich der Akkulaufzeit. Der Hersteller gibt beim Jumper EasyBook X4 eine Standby-Laufzeit von 4 bis 5 Stunden an. So ein Wert macht einen erfahrenen Laptop-Käufer ehrlich gesagt ziemlich stutzig. Meine persönliche Grundregel bei den meisten Herstellern lautet nämlich, dass ich etwa 30% von den Herstellerangaben wegrechne und meiner Erfahrung nach fährt man damit ganz gut. Beim Jumper EasyBook X4 ist es aber genau umgekehrt. Schon nach den ersten paar Tagen mit dem Laptop bemerkte ich, dass die Akkulaufzeit gar nicht mal so schlecht ist. Unser standardisierter Benchmark-Test bestätigte mir dann meinen Eindruck. Bei mittlerer Helligkeit schaffte das Jumper EasyBook X4 einen Wert von 7,7 Stunden. Bei voller Helligkeit kommt man auf etwa 6 Stunden. Das sind für ein so günstiges Gerät echte Top-Werte, vor allem angesichts der Tatsache, dass man nur 4 bis 5 Stunden angibt. Das ist das Gegenteil von Marketing. Aber okay, nun wisst ihr es besser, die Akkulaufzeit beträgt bei normaler Nutzung durchschnittlich 7 Stunden. Geladen wird es übrigens über einen proprietären Anschluss. Dabei störte mich, dass das Notebook keine LED hat, welche einem im zugeklappten Zustand anzeigt, ob es geladen wird oder nicht. Der Ladevorgang dauert etwas mehr als 2 Stunden und funktioniert immer zuverlässig. Es störte mich dennoch nur, dass man keinerlei Indikator hat, ob es gerade lädt oder nicht. Insgesamt ist das Jumper EasyBook X4 damit im Grunde ein sehr komplettes Arbeitsgerät für unterwegs. Die Performance reicht für Alltagsaufgaben, darunter Office und notfalls auch ein bisschen Photoshop. Das Display ist hell und matt und eignet sich somit für die Arbeit unterwegs und draußen. Vor allem. Und es bietet ein hochwertiges und ansprechendes Design im Formfaktor eines MacBook Air. Für 250 Euro ist es ein echter Preis-Leistungshammer und ich wünschte ehrlich, dass es direkt in Deutschland mehr solcher Notebooks gäbe zu solchen Preisen. Ich muss aber auch sagen, dass ich bislang mit Gearbest und mit den Bestellungen aus China kaum schlechte Erfahrungen gemacht habe. Außer natürlich mit jenen Geräten, wo man schon anhand des Preises weiß, dass es mies sein wird. Zum Beispiel eine Smartwatch für 4 Euro oder eine Drohne für 15 Euro. Sowas kann natürlich nicht gut sein. Das Jumper EasyBook X4 hat mich aber ehrlich in vieler Hinsicht sehr positiv überrascht. Für 250 Euro ist es ein echtes Top-Notebook. Ob nun als einziges Gerät für Alltagsaufgaben oder als Zweitgerät, wenn einem das Hauptnotebook einfach zu schade ist.